Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt inzwischen schon so gut wie alles gepackt, sind ready to go. Das heißt, wir werden jetzt gleich alles ins Auto machen, dann nach Cardiff fahren, unser Auto wieder abgeben und mit dem Zug nach London fahren. In Cardiff haben wir nochmal die Möglichkeit genutzt, zu den Markthallen zu gehen. Dort gibt es nämlich eine Traditionsbäckerei, die sogenannte Welsh Cakes backen und verkaufen. Und die haben auch vegane Varianten. Wir unschwer erkennen könnt, wahrscheinlich im Hintergrund. So, es gibt noch eine schnelle Roomtour. Wir sind jetzt hier im Motel One in London. Und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, hatten wir auch in London richtig viel Glück mit dem Wetter. Letzte Woche haben wir ja schon bei strahlendem Sonnenschein eine super schöne Wanderung auf den Mount Snowdon in Wales gemacht. Wenn euch das interessiert, dann checkt doch mal gerne das Video. Und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch so viel Glück hattet bei euren Trips in die UK. Ungefähr eine Woche bevor wir nach London gegangen sind, hat die Krönung stattgefunden von König Charles und Königin Camilla. Deswegen hängen auch oder hingen auch in der ganzen Stadt die Fahnen. Als wir dann beim Apples Market waren, haben wir uns gewundert, was der ganze Auflauf zu bedeuten hatte. Und dann haben wir herausgefunden und gesehen, dass es eben wegen den beiden war, die dann da zu Besuch waren. Seit letztem Jahr ist der Big Ben auch wieder ohne Gerüst und läutet wieder.